wisst ihr, wenn ihr 12 Stunden im Urlaub wart, am Meer und das und Programm und hier, kein Problem, das zieht ihr locker durch. Aber warum? Ich bin weder kaputt, noch hänge ich in den Seilen und sage, das war der harteste Tag meines Lebens. Und ich habe gedacht, man muss immer richtig hart reinhauen und strugglen, damit man abends ins Bett gehen kann und sagen kann, ja, ich habe geschafft, heute war wieder so ein tschechischer Tag, meine Augenringe sind hier. In diesem Video erfahrt ihr, warum harte Arbeit keinen Erfolg bringt. Boah, harte Ansage. Für jemanden, der so viel arbeitet. Also, seid gespannt, warum harte Arbeit keinen Erfolg bringt. So, aber bevor es jetzt losgeht. So, warte mal. Ah, nee, ich muss das wieder ausschalten hier. So. Pack. So, genau. Bevor es losgeht, mache ich mir nicht einen Kaffee. Ja, kommt, ich stelle euch mal da drüben hin und dann quatschen wir darüber, warum harte Arbeit keinen Erfolg bringt. Dazu würde ich ganz gerne 30 Sekunden lang ausholen. Ich bin Inhaber einer Fahrschule oder Geschäftsführer, wie auch immer das heißt. Und wir machen ziemlich viel Wirbel, haben sehr, sehr viel zu tun. Also mein Arbeitstag ist so ungefähr so 12 bis 14 Stunden. Mal sind es auch nur 10, aber es pendelt immer so zwischen diesen Zeiten. Vor ungefähr einem Jahr war ich für mich so, was mein Arbeitslevel angeht, durch. Komplett durch. Ich habe gedacht, wenn noch ein bisschen, noch einer eine kleine Schippe drauflegt, oh ja. Okay. So, und dann habe ich etwas herausgefunden, beziehungsweise ich habe von Leuten gelernt, die schon da sind, wo ich gerne hinwollen würde. Die nämlich sehr, sehr viel Wohlstand aufgebaut haben, sehr viel Kohle haben. Das Abgefahrenste, was mir einer von denen mal gesagt hat, ist, Robby, der einzige Termin, den ich habe, ist ein Friseurtermin. Und da hat für mich alles aufgehört. Da habe ich gedacht, jetzt reicht's, Alter, jetzt reicht's. So, und dann bin ich bei denen in die Lehre gegangen, wie auch immer man das nennen will, und habe mich halt von vielen Leuten darüber coachen lassen, wie die das gemacht haben und was sie gemacht haben. Und eigentlich 100% von denen haben gesagt, Robby, wer den ganzen Tag hart arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße. Aber ich arbeite den ganzen Tag. Und ich glaube, Rockefeller hat das sogar gesagt, ja? Also jetzt müsst ihr euch das so vorstellen, an der Stelle jetzt ein Cut. So viel zu mir, ich habe halt viel gearbeitet. Und dann irgendwann habe ich gedacht, geht nicht mehr, das hältst du auch ein paar Jahre aus. Also ich jetzt insgesamt 3, aber danach ist auch irgendwann Schluss. Dann musst du für dich irgendwie rausfinden, was dir was bringt, was dir Erfolg bringt. Weil das Video heißt ja, warum harte Arbeit keinen Erfolg bringt. Und das ist eigentlich ganz einfach. Erfolg ist ja immer irgendetwas, was erfolgt. Angenommen, ich hau mit dem Hammer auf einen Nagel, dann erfolgt, dass der Nagel ins Brett geht oder so. Ja? Und angenommen, ich, wenn wir das Beispiel Fahrschule hier von mir nehmen, Beispiel, ich habe 10 Fahrschüler an einem Tag und jeder von denen fährt eine Stunde, also 10 Fahrstunden, das sind dann 450 Minuten. Und sagen wir, eine Fahrstunde kostet 30 Euro, dann sind das ungefähr 300 Euro Umsatz an einem Tag. So ganz einfach gerechnet. Arbeite ich 10 Stunden und es erfolgt 300 Euro Umsatz. So kann man das ja mal grob sagen, um das für dieses Fahrschulbusiness zu halten. Privat in Beziehungen. Vielleicht kann ich das rauspiepen, es gibt ja dieses Sprichwort, wer muss freundlich sein. Das ist im Prinzip so, weil ist man freundlich, erfolgt die Liebe oder so. Oder ich bringe den Strauß Blumen mit hier, das sind jetzt keine schönen Blumen, aber ich bringe die mit und es erfolgt Freude bei jemand anders. Also Erfolg ist ja immer irgendetwas, was später kommt. Und dann haben mir viele Leute auch gesagt, Robby, also Geld ist nur ein Abfallprodukt. Da habe ich gedacht, jetzt sind die ganz bescheuert. Was für ein Abfallprodukt? Tickt ihr nicht mehr ganz richtig oder was? Umso mehr habe ich von diesen Leuten gelernt. Und jetzt kommen wir aber mal auf den Punkt, weil sonst fasel ich hier die ganze Zeit schon rum, warum harte Arbeit keinen Erfolg bringt. Ich, als wir uns den R8 geholt haben, also wir haben eine Fahrschule und in dieser Fahrschule haben wir auch einen Audi R8 und so ein Tesla Model S. Und als wir uns diese Fahrzeuge angeschafft haben, habe ich sehr viel, sehr hart dafür gearbeitet. Und wir haben dann auch mit D-Max zum Beispiel eine Reportage gedreht, A2, Abenteuer Autobahn und mehrere Fernsehsender waren noch da, mit denen haben wir auch Sachen gemacht. Das war harte Arbeit. Es gab für mich aber nie wirklich einen Erfolg. Das
klingt jetzt vielleicht bescheuert, aber ich habe immer da gestanden und gedacht, naja, das kann es nicht sein, ich muss noch das, ich muss noch das, ich muss noch das, ich muss noch das. Warum harte Arbeit keinen Erfolg bringt, ist, bei uns in Deutschland ist das, glaube ich, so, dass wenn du, also wir haben so verschiedene Glaubenssätze, zum Beispiel, man kriegt im Leben nichts geschenkt oder das muss man sich hart verdienen oder von nichts kommt nichts oder ganz viele Glaubenssätze. Und ich hatte auch ein paar negative Glaubenssätze, zum Beispiel zu diesem ganzen Wohlstandsgedöns. Und ich habe gedacht, man muss immer richtig hart reinhauen und strugglen, damit man abends ins Bett gehen kann und sagen kann, ich habe geschafft, heute mal wieder so ein tschüssiger Tag, meine Augenringe sind hier. So ein Bullshit. So ein richtiger Bullshit. Wer hat uns das erklärt? So eine Scheiße. Oh, scheiße, darf ich nicht, da muss ich wieder rauspiepen. Aber es ist halt so, man muss nicht hart arbeiten. Ich glaub mir, musst du nicht. Jetzt kommt der springende Punkt. Du musst mit Spaß arbeiten. Und einige von euch kriegen jetzt so ein, der Penner, was labert der denn da? Was ist das für ein Scheiß? Und manche denken, naja, vielleicht hat er ja recht. Das Wichtige ist, wenn du Spaß bei deiner Arbeit hast, dann ist das nicht mehr hart. Wenn ihr, einige von euch spielen, zocken Computerspiele. Kommt schon, wie hart ist das? Wer von euch hat schon mal länger als 12 Stunden an einem Stück PC gespielt? Ich habe mal früher, habe ich hier Wolfenstein Enemy Territory, ich weiß nicht, wer das kennt. Ist schon ein bisschen länger her. Aber das war für mich kein Problem, 12 Stunden an einem Stück durchzuballern. Ein bisschen Pizza, ein bisschen tatatak und dann ging das ab. Kein Problem. Habe ich aber 8 Stunden gearbeitet, bin ich nach Hause gekommen. Oh, so ein Tag, ich habe Kopfschmerzen, so anstrengend. Oder wisst ihr, wenn ihr 12 Stunden im Urlaub wart, am Meer und das und Programm und hier. Kein Problem, das zieht ihr locker durch. Aber warum? Warum kann man das so einfach durchhalten, aber die Arbeit macht einen fertig. Warum? Weil wir diese Glaubenssätze in unserem Kopf haben, wir müssten etwas hart tun. Hart arbeiten. Was für hart arbeiten, Mann? Nein! Hör damit auf! Sofort! Am besten! Gleich! Jetzt werdet ihr sagen, ja, Robby, du bist ja auch dein eigener Chef. Du kennst meinen Chef nicht. Das ist ein Choleriker, ein richtiger Spasti. Sorry, ich kenne deinen Chef wirklich nicht. Aber wie auch immer ihr das dreht, also ich habe viele Jobs schon gehabt. Ich habe auf der Baustelle gearbeitet, ich habe tätowiert, ich habe in einem Fahrdienst gearbeitet, ich habe in einer Tankstelle gearbeitet, ich hatte ein Online-Unternehmen, ich habe so USB-Sticks aus China importiert und hier in Deutschland verkauft. Und was habe ich denn noch? Achso, als Fahrlehrer habe ich auch mal gearbeitet, als angestellter Fahrlehrer. Kfz-Mechaniker habe ich gelernt. Ich habe so viel gemacht. Und immer wieder haben sich die Muster wiederholt. Von da, nach da, nach da, nach da. Dann habe ich festgestellt, es spielt gar keine Rolle, wie du es machst. Also ob du dich ultra hart anstrengst, das muss so sein. Oder ob du dich dabei kaputt lassen, das muss so sein. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich das vergleiche mit einer Fahrschule mit 45 Minuten Prüfung. Du kannst diese 45 Minuten Fahrprüfung durch die Ecken ballern, dir Stress machen und zack und beim Parken und da bam, kannst das richtig durchziehen, schwitzt dich tot, das wären die heftigsten 45 Minuten deines Lebens, da wirst du deinen Enkel noch von erzählen, wie krass deine Prüfung war. Oder du atmest ein, du atmest aus, du wirst dir der Sache bewusst, dass du heute Prüfung hast, dass das jetzt deine Aufgabe ist, dass du einmal 45 Minuten am Stück zeigen musst, was du gelernt hast, was du kannst, du gibst dein Bestes, du bleibst konzentriert und völlig bei Bewusstsein und online. Und dann machst du das und dann ziehst du das durch. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Und die Leute, die ich kennengelernt habe, inklusive mir mittlerweile, die Erfolg hatten, den haben die nicht durch harte Arbeit bekommen, sondern durch viel Lernen und Bewusstsein und Techniken. Das sind alles Techniken, die diese Leute benutzen, auch ich. Und diese Techniken funktionieren. Und dann braucht man keine harte Arbeit mehr. Dann kann man auch so wie ich, wir haben jetzt hier 19.30 Uhr, ich habe heute Morgen um 8.15 Uhr die erste Fahrstunde gehabt. Davor war ich schon in der Fahrschule und habe ein paar Bürosachen gemacht. Es sind jetzt
keine Ahnung, fast 12 Stunden rum. Gleich, wie gesagt, habe ich noch ein bisschen Coaching und das wird noch so bis 22, 23 Uhr gehen. Ja, und danach, mal schauen, was ich noch mache, weiß ich noch nicht. Aber glaub mir, ich bin weder kaputt, noch hänge ich in den Seilen und sage, das war der harteste Tag meines Lebens. Denn morgen, übermorgen und übermorgen geht es genauso weiter. Und das ist cool. Das macht Bock. Wie man da hinkommt, habe ich euch in diesem Video gesagt. Wer dafür daran noch mehr oder tiefere Interessen hat, kann gerne ein paar Sachen in die Kommentare schreiben. Dann mache ich da nochmal ein Video intensiver zu den ganzen Techniken im Einzelnen dazu. Wichtig ist, warum harte Arbeit keinen Sinn macht. Ihr könnt gegen die Wand kloppen, bis der Arzt kommt. Wichtig ist, ihr tut die Dinge mit Spaß. Dann ist alles gut. Denkt daran, ich habe euch lieb. Wem das Video gefallen hat, abonnieren Sie da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video schon wieder. Passt auf euch auf. Tschüssi. So, jetzt nehme ich euch erstmal wieder mit. Wir gehen wieder zurück ins Büro. Da schneide ich nämlich das Video. So. Machen wir mal Feierabend hier, ne? Switch! Huhu. So. Gute Nacht. Tschüssi.